lieber Gott. Warum ist nur so hell? John Schmidt. Wer? John Schmidt. Ja. Ich bin ein Bote von der Gegenwart Gottes. Von Gott? Ja, und wie heißt du? Mein Name ist Moroni. Okay, Moroni. Gott hat Arbeit für dich. Was für Arbeit? Dein Name wird bei allen Nationen und allen Geschlechtern für gut und böse stehen. Hä? Bei alle? Ja, man wird sogar gut und böse über dich sprechen. Gut und böse? Ja, okay. Es gibt ein Buch auf goldenen Platten geschrieben. Was? Gold? Bin der Bayerler. Was? Gold, Alter. Auf diesem stehen Geschichten über die frühen Bewohner der Erde und ihre Herkunft. Wie? Ja, Alter, viel zu hell. Darin ist auch das immerwährende Evangelium, wie es der Erretter gebracht hat. Ja, schon okay, Evangelium, Schwestbreit, Gold. Bei diesem Buch sind auch zwei Edelsteine in silbernen Bögen. Wenn du sie in ein Brustschild steckst, wirst du ein Seher. Was? Zwei Steine? Weil ein Seher wirst du sein müssen, um das Buch zu lesen. Gold und Steine. Und ein Schild. Diese Steine werden genannt Urim und Thummim. Umrim, Thummim, schnell die. Diese Platten wirst du aber noch nicht bekommen, die Zeit ist noch nicht da. Ja, wann ist denn die Zeit? Wann krieg ich denn die? Dieses Buch, diese goldenen Platten und Urim und Thummim darfst du niemandem zeigen. Nicht mal meinem Vater? Darfst du niemandem zeigen. Nur drei. Nein, nur acht. Ist schon klar, hm? Zeig sie drei und acht. Ich gebe dir Fähigkeit, dass du siehst, wo liegt Platte Goldene. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wo sie liegen. Ich habe eine Vision gerade. Ich weiß, wo sie liegen. Siehst du? Hey, ich habe immer noch viel zu hell. Viel zu. Ja, gehst du schon, oder? Okay. Puh. Cool. Da bringt mir der Moroni. Moroni, bring mir Gold, bring mich zum Schotter. Moroni, bring mich zum Schotter. So geil. So geil. John Moroni. Schmidt. John Schmidt. Ich bin ein Bote von der Gegenwart Gottes. Ich sag, das ist ein Bote von Gott, ja klar. Mein Name ist Moroni. Ja, Moroni? Hast du schon gesagt, dass Moroni? Gott hat Arbeit für dich. Hallo? Hörst du mir zu? Dein Name wird bei allen Nationen und allen Geschlechtern für gut und böse stehen. Ja, man wird sogar gut und böse über dich sprechen. Kenn ich. Es gibt ein Buch auf goldenen Platten geschrieben. Auf diesem stehen Geschichten über die frühen Bewohner der Erde. Aus Gold und zwei. Darin ist auch das immerwährende Evangelium, wie es der Erretter gebracht hat. Bei diesem Buch sind auch zwei Edelsteine in silbernen Bögen. Wenn du sie in ein Brustschild steckst,
wirst du ein Seher. Weil ein Seher wirst du sein müssen, um das Buch zu lesen. Diese Steine werden genannt Urim und Thummim. Diese Platten wirst du aber noch nicht bekommen. Die Zeit ist noch nicht da. Ja, wann ist denn die Zeit? Wann krieg ich denn die? Dieses Buch, diese goldenen Platten und Urim und Thummim darfst du niemandem zeigen. Darfst du niemandem zeigen. Nur 3. Nein, nur 8. Zeig sie 3 und 8. Ich gebe dir Fähigkeit, dass du siehst, wo liegt Platte goldene. Siehst du? Und außerdem wird großes Strafgericht über die Generation kommen. Hungersnot, Schwert und Seuche. Alter, wie krass. Jetzt erlebe ich die 2-mal. Okay, okay. Gut, ich bin dabei. John Rudi. Schmidt. John Schmidt. Ich bin ein Bote von der Gegenwart Gottes. Mein Name ist Moni. Gott hat Arbeit für dich. Dein Name wird bei allen Nationen und allen Geschlechtern für gut und böse stehen. Ja, man wird sogar gut und böse über dich sprechen. Es gibt ein Buch auf goldenen Platten geschrieben. Auf diesen stehen Geschichten über die frühen Bewohner der Erde. Darin ist auch das immerwährende Evangelium, wie es der Erretter gebracht hat. Bei diesem Buch sind auch 2 Edelsteine in silbernen Bögen. Wenn du sie in ein Brustschild steckst, wirst du ein Seher. Weil ein Seher wirst du sein müssen, um das Buch zu lesen. Diese Steine werden genannt Urim und Thummim. Diese Platten wirst du aber noch nicht bekommen. Die Zeit ist noch nicht da. Dieses Buch, diese goldenen Platten und Urim und Thummim darfst du niemandem zeigen. Darfst du niemandem zeigen. Nur 3. Nein, nur 8. Zeig sie 3 und 8. Ja, und ich Gold gebe sind dir und Juwele. Ich bin Fähigkeit, dass du siehst, wo liegt Platte goldene. Siehst du? Und außerdem wird großes Strafgericht über die Generation kommen. Hungersnot, Schwert und Seuche. Und aufgrund deines Armtums wird der Satan versuchen, dich zu bestechen, um die Platten zu bekommen. Dies verbiete ich dir, sonst kriegst du die Platte nicht.